Ich grüße euch, meine lieben Zuschauer, zurück hier in Haven bei Dragon Age Inquisition. Ich habe mir eine kleine Planänderung überlegt, und zwar müssten wir eigentlich hier in unser gutes Hauptquartier bzw. in die gute Kirche gehen, um weiter zu verfahren rund um unsere Inquisition bzw. rund um unsere Aufgaben. Die Bedrohung bleibt bestehen und das gedämpfte Flüstern. Ich habe eine kleine Planänderung, und zwar möchte ich erst noch einmal in die Hinterlanden. Genau, Schutz der Felder. Denn wir müssen hier noch Bescheid geben, dass wir uns um die Errichtung der Wachtürme gekümmert haben. Jetzt haben wir natürlich eine riesige Auswahl. Vivian. Cassandra. Wir nehmen mal Cassandra. Sarah und Vivian mit. Ist eine interessante Gruppe, vor allen Dingen mal eine neue Gruppe, in der beide neuen Charaktere vertreten sind. Trotzdem bleibt das Gleichgewicht gleich. Ich meine im Sinne von ein Schurke, ein Magier, ein, ja, Schildschwertkämpfer und einer mit schweren Waffen. Das sind wir. Ich bin gespannt, wie gut das funktionieren wird. Einige Kriegsfähigkeiten. Kriegerfähigkeiten erzeugen für den Krieger selbst oder dessen Verbündete einen Block. Charaktere mit aktivem Block verlieren erst diesen, bevor die Gesundheit verlieren. Ja, das kennen wir bereits. Eine sehr gute Fähigkeit, die wir da erlernen können. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, wir sind jetzt schon über die 30 Videos hinausgeschossen und es dürstet mich so wie am ersten Tag nach Dragon Age Inquisition. Auch wenn ich bereits. Das ist wieder. Mein krankhaftes oder grenzenloses Denken dürstet bereits nach einem anderen Spiel, das ich unbedingt aufnehmen möchte, aber trotzdem, es macht so unglaublich viel Spaß, dieses Spiel zu spielen. Sarah und Vivian. Elfenwurzel. Eigentlich vollkommener Quatsch, aber okay. Hier auch sehr spannend. Pro Drück des Bumpers ein Pfeilschuss. Ich bin auch sehr gespannt, wie es sein würde, wenn unser Inquisitor ein Bogenschütze wäre. Wäre bestimmt auch cool. Oder? Ich meine. Nicht? Schon cool. Aber nein, unser Inquisitor ist ein Kämpfer mit schweren Klingen und das bleibt er auch. So. Ich finde, das passt irgendwie zu diesem Charakter des Anführers. Ich habe schon beinahe die Schönheit dieses Ortes hier vergessen. Wir waren jetzt schon an vielen anderen Orten seit den Hinterlanden. Pfahlbruch, dann waren wir bei der geheimen Oase, bei der verborgenen Oase. Wir sind schon viel rumgekommen, meine Güte. Aber wir können jetzt Bescheid geben, dass wir die Wachtürme errichtet haben. Hallo, Bronn. Wenn sich diese Flüchtlinge selbst schützen wollen, brauchen sie auch vernünftige Verteidigungsanlagen. Ich hätte da die eine oder andere Idee. Ja, ich habe die Wachtürme gebaut. Ich bin eurer Empfehlung gefolgt und habe in den entsprechenden Gebieten Wachtürme errichtet. Gut gemacht. So werden sowohl eure Flüchtlinge als auch unsere Bauern gewarnt sein, wenn das nächste Mal Ärger droht. Ich werde mit dem Meister sprechen und veranlassen, dass eure Leute an der Wegkreuzung Waffen erhalten. Ja, Schutz der Felder, Quest abgeschlossen. Dann müssten wir doch jetzt theoretisch auch die Pferde für Inquisition bekommen, oder? Theoretisch, wie gesagt. Hallo, Meister Dennett. Elena sagt, ihr hättet euch um diese verfluchten Dämonenwölfe gekümmert. Jetzt sollte es für unsere Bauern wieder sicherer sein. Ihr habt euren Teil der Abmachung erfüllt, Inquisition. Meine gesamte Herde gehört euch. Gemeinsam mit ein paar guten Leuten, die sich um sie kümmern. Das hört sich gut an. Tretet ihr der Inquisition bei? Ihr habt der Inquisition eure Stallburschen und Pferde überlassen. Was ist mit euch? Naja, ihr habt hier ordentlich aufgeräumt. Und ich kann nicht behaupten, es würde mich nicht reizen. Trotzdem. Fühlt es sich falsch an, mein Land zu verlassen und wieder Stallmeister zu spielen?
Besonderes. Vivian, Cassandra, Pferde aus Orlais sind besser. Vivian, was hast du denn dazu zu sagen? Beweis mal deine Autorität. Vergesst es. Ich kann problemlos einige Gefallen bei einem Chevalier in Val Royaux einfordern und uns einen orlesianischen Stallmeister beschaffen. Orlesianer? Ihr spinnt wohl. Kein aufgeblasener orlesianischer Fatzke weiß mehr über Pferde als ich. Na schön, Inquisition. Ich kümmere mich selbst um eure Pferde. Keiner soll sagen können, Radcliffe hätte nicht seine besten Leute geschickt. Lasst mich hier nur noch ein paar Dinge klären und mich von meiner Frau verabschieden. Wir sehen uns dann in Haven. Das hört sich doch mal gut an. Macht plus eins. Ja, wir scheinen hier wirklich gut für Eindruck zu sorgen. So, die Questkarte. Wir haben die Aufgabe, die sich nicht lösen lässt. Wir haben dort noch die beiden Risse. Und ich würde mir gerne einmal den Wachturm anschauen. Da oben steht er. So. Da oben steht echt jetzt ein Wachturm. Das ist ja auch genial gemacht. Also bewegen wir auch interaktiv etwas in den verschiedenen Gegenden. Dass man quasi spürt, auch etwas verändern zu können. Und das finde ich wahnsinnig gut. Nicht nur Teil einer in sich schon fließenden Welt zu sein, sondern diese auch beeinflussen zu können. Beispielsweise durch solch einen kleinen, aber feinen Wachturm hier oben. Sogar bewacht. Das ist doch toll. Sarah. Cool. Ja, von hier aus hat man noch einen guten Ausblick. Gefällt mir. So, dann würde ich sagen, ab in den Süden, denn wir haben noch zwei Risse zu schließen. So, und auf zum Waldlager. Wie gesagt, ich habe mir überlegt, bevor wir jetzt wirklich in Haven weitermachen, können wir uns durchaus nochmal hier diese kleineren Aufgaben erledigen. Aber umso mehr können wir im Nachhinein dann am Kartentisch auch in die neuen Gebiete investieren, wenn wir die alten mehr oder weniger abgeschlossen haben. Wir haben natürlich auch noch einen aktiven Riss am Fallbruch oder im Fallbruch. Da habe ich allerdings sehr viel Angst vor wegen dem guten Wiedergänger. Währenddessen wir es hier ja nur mit unseren guten Dämonen zu tun hatten, die wir mittlerweile schon große Anzahl getötet haben. Ihr erinnert euch, wovon ich spreche. Embryum brauchen wir. Werden wir daher auch nicht liegen lassen. Da. Noch mehr Embryum. So. Ich bin gespannt, wie gut sich unsere neue Gruppe schlagen wird. Huh, das war knapp. Ein weiterer Bär. Und ich würde sagen, Angriff. Wow. Der Flammenwall hat mir sehr gut gefallen. Schicke Vorstellung, Vivian. So, natürlich jetzt Konkurrenz für Solus, aber ich denke mal, da werden wir keine Konflikte entstehen lassen. Wir werden Solus auch noch den einen oder anderen Auftrag gewähren lassen. Komm schon, wie viel die aushält. Was war es nochmal? Ein guter Dämon der Verzweiflung. Wahnsinnig böse Gegner.
So, die zweite Welle rückt an. Komm schon. Schade. Komm schon. Wir dürfen uns nicht geschlagen geben, Leute. Dafür sind wir zu weit gekommen. Komm schon. So. Nur noch die Dämonen der Verzweiflung. Okay, hier haben wir auch noch einen Freund. Komm schon. Hör auf mit deinem blöden Eisstrahl. Furchtbar. Darf doch nicht wahr sein. So. Weg mit dir. Meine Güte. Das war aber alles andere als einfach. Alles andere als einfach. Präziser Langbogen. Oh Mann, und wo befindet sich diese Aufgabe? Hier oben auf dem Felsen? Oder gar hier hinten in dieser Höhle verborgen? Bei einer Leiche gefundener Brief. Wenn ihr dies findet, hat die Blutung nicht aufgehört. Meine Familie lebt auf den Höfen von Redcliffe. Der Erbauer segne euch, wenn ihr meine letzten Worte zu ihnen bringen könntet. Ich bin nicht fortgelaufen, habe sie nicht im Stich gelassen. Ich dachte, ich könnte helfen. Ich dummer Narr. Und jetzt hängen mir die Gedärme raus. Ein Brief in zittriger Handschrift zusammen mit einer simplen Karte der Höfe von Redcliffe. Die Elite der Hinterlande. Ein Jäger wurde offenbar von einem Bären in dessen Höhle zerfleischt. Seinem Brief zufolge hat er versucht, genug von irgendetwas zu sammeln, um helfen zu können. Er muss verzweifelt gewesen sein. Oh Mann. Machen wir aber zuallererst, kümmern wir uns um den zweiten Riss, der sich hier noch in den Wäldern befindet. Und meine Güte, okay, das hat uns nochmal richtige Probleme bereitet. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Aber immerhin haben wir es hinbekommen. Das soll momentan mal Hoffnung für den zweiten Riss bieten. Auch wenn ich das Gefühl habe, dass das etwas schwieriger werden könnte, als ich momentan vermute. Oh nein. Viel allein schon diese Bären aushalten, ist unglaublich. Oh Mann, plündern. Bärenleder oder Bärenhaut können wir gut gebrauchen. Ebenso Embryum. Ich weiß nicht, ich möchte eigentlich ungern Bögen um Bären machen, weil wir gemerkt haben, für unsere Herstellung können wir deren Haut sehr, sehr gut gebrauchen. Oha. Boah, der Feuerwall gefällt mir richtig gut.
Oh Mann. Also das Team gefällt mir. Sarah scheint auch mit dem Bogen gute Arbeit zu leisten. Natürlich Varric mit Bianca auch ordentlich, aber ist es mal etwas Neues, auch einen Bogenkämpfer dabei zu haben? Bringt etwas mehr Kreativität in die Gruppe. Ah, da vorne ist er bereits. Auch hier schlimme Erinnerungen, denn auch hier wurden wir in die Knie gezwungen, wer sich noch erinnert. Ich hoffe, das wird diesmal anders laufen. Komm schon. Denn das schadet allen Kreaturen des Nichts, wenn wir die Energie des Risses stören. Okay, die zweite Welle. Okay, das war nichts. Wobei die Schatten an sich uns nichts anhaben können. So. Also das ist wirklich taktisch sehr gut, einfach mal die Energie des Risses zu stören, um die Gegner zu schwächen. Und wir schließen den Riss. So. Das hat funktioniert. Und zwar nicht zu schlecht, möchte ich behaupten. Macht erneut plus 2. Wir haben verdammt viel Macht beisammen. Verbesserte Stabilität, Einsatz verfügbar. Ja, wir müssen sowieso bald zum Kartentisch zurückkehren. Da gibt es gar keine Alternative. Elfenwurzel. Auch die können wir gut gebrauchen für Heiltränke aller Art. Stufenaufstiege bei Sarah und Vivian, wie ich das gerade sehe. Okay, die Questkarte. Und wir reisen schnell zu den Höfen von Redcliffe, denn hier müssen wir eine traurige Botschaft eines toten Jägers überbringen. So. Oh Mann. Brief platzieren. Die Elite der Hinterlande, Quest abgeschlossen. Okay. In den Briefkasten natürlich. So. Ich überlege gerade, dort oben werden wir eh nichts tun können. Ich verstehe die Aufgabe einfach nicht. Brief einer Liebenden. Felandaris. Verstehe ich nicht, Leute. So, Weltkarte. Redcliffe. Soweit ich das verstanden habe, ist Redcliffe doch außerhalb unseres Gebietes, oder? Ihr könnt es mal kurz probieren, ob wir Redcliffe tatsächlich von hier aus erreichen können, weil ich wollte eigentlich... Ja doch, bevor wir jetzt gar an die Sturmküste reisen, können wir auch gerne einmal nach Redcliffe gehen. Darunter geht es übrigens ziemlich dumm, um das mal ganz klar zu sagen. Glaubt mir. Da unten wartet der Tod auf uns. Und zwar ein unschöner Tod. So. Ach, die Tore waren noch verschlossen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich daran, dass die Tore verschlossen waren und wir hier Gegner... Ach, gar nicht.
Hallo, habt ihr eine Truhe gefunden? Ach, die kenne ich bereits, okay. Dann dürft ihr auch gerne wieder zurück zu den Truppen gehen, Leute, anstatt hier blöd rumzustehen. Aber okay, wir gehen noch einmal zu unserer Markierung in Richtung Redcliffe. Ich meine, das Tor nach Redcliffe wäre abgesperrt gewesen. So, Dragostein haben wir auch viel verbraucht in letzter Zeit. Können wir daher umso mehr gebrauchen. Dragostein. Und sehr interessant ist, dass wir jetzt graue Wächter, wir haben es im letzten Video ja gelesen, angeblich befinden sich ja graue Wächter bei der Sturmküste. Ob wir die wohl auch für die Inquisition gewinnen könnten? Vielleicht ehemalige ja, Weggenossen von Alistair oder gar unserem alten Helden aus Dragon Age Origins. Graue Wächter auf der Seite der Inquisition zu wissen, wäre sicherlich nicht gerade beunruhigend, sondern ein sehr, ja, motivierendes Mittel. Aber ob das Ganze funktioniert, daran wage ich zu zweifeln. Doch das werden wir gemeinsam herausfinden, denn die Sturmküste scheint ja eines unserer nächsten Ziele zu sein. Oh Mann, ich bin gespannt, wie das Ganze weitergeht und vor allen Dingen, wie viel Hilfe wir noch erhalten werden. Liliana als Begleiterin fällt also schon mal weg. Schade, hätte ich gerne gehabt. Lilianas alten Bogenfähigkeiten, beziehungsweise die Fähigkeiten ihrer badischen Künste aus Dragon Age Origins, haben wir dort zu schätzen gelernt. Und ich denke mal, auch hier würde sie sehr gute Dienste leisten, aber da müssen wir wohl drauf verzichten. Und ich habe so das Gefühl, wir kommen immer noch nicht weiter. Das Dorf ist abgeriegelt. Es gab schon zu viele Kämpfe zwischen den Templern und Magiern. Wir brauchen hier nicht noch mehr Ärger. Fiona hat uns hergebeten. Wir sind auf Einladung von Großverzauberin Fiona hier. Die Großverzauberin ist nicht hier und ihr habt keinerlei Beweis dafür, dass sie nach euch schicken ließ. Solange Fiona nicht wieder zurück ist, bleiben die Tore geschlossen. Ah, okay. In Ordnung, wir werden gehen. Andraste beschütze euch, Reisender. Da kommen wir also erstmal nicht rein. Schade. Gut, Questkarte, Weltkarte. Und auf zurück nach Haven. Denn dann war es das jetzt wirklich endgültig mit den Gebieten, die wir haben. Volroyux. Die beiden Aufgaben, alles klar. Zurück nach Haven. Aber okay, die beiden Risse wollte ich auf jeden Fall noch schließen. Ebenfalls wollte ich mich um, ja, die Wachtürme kümmern, denn das haben wir auch schon vor einer halben Ewigkeit eingeleitet, dass diese eben gebaut werden. Und dass jetzt endlich auch die Bestätigung bei unseren Bauern angekommen ist, ist ja super. Schatten. Es heißt häufig, der einzige Weg für einen Dämon, das kennen wir bereits. Ich habe folgende Hypothese. Es ist bekannt, dass Dämonen durch den Übertritt in unsere Welt durch den Schleier verwirrt werden. Werden sie das? Interessante Theorie. Beziehungsweise sie sagen, es wurde ja gesagt, es sei bekannt. Also diese Mythologie von Dragon Age ist auch Wahnsinn. Man muss auch nochmal ganz kurz anmerken, was sie mit diesem Kodex, mit den ganzen Büchern herausarbeiten, ist ähnlich wie in Skyrim, der helle Wahnsinn. Wir erinnern uns in Skyrim, die ganzen Bücher, die man finden kann, die alleine ja schon Stunden voller Lesen und Nachdenken füllen könnten, wenn man sich mal die ganzen Lektüren aus Skyrim zuwenden würde. Aber ich denke mal, das wird kaum einer machen, da schlichtweg den, ja, ich sag mal, ja, vor allen Dingen in einem Let's Play natürlich den Umfang etwas übertrifft. Aber generell muss man sich mal vorstellen, was für eine Arbeit die Entwickler da reinstecken. Allein diese ganzen Texte zu formulieren, das ist ja der helle Wahnsinn. Ich habe bis jetzt nur Kinder entbunden und den Winterhusten alter Männer gelindert. Der Anblick all die... Okay. Wir öffnen das Tor. Gut, dass ihr zurück seid. Wir haben von eurem Treffen gehört. Tatsächlich? Meine Spione haben mich natürlich informiert. Es ist eine Schande, dass die Templer ihren Verstand ebenso aufgegeben haben wie die Hauptstadt. Ja, das stimmt. Wir haben Kontakt aufgenommen, die Kirche ist erledigt oder es war das Risiko wert. Ja, wir haben Kontakt aufgenommen. Wenigstens wissen wir jetzt, wie wir uns an die Magier und Templer wenden können. Ist das so? Lord Suchalusches ist nicht mehr der Mann, den ich einmal kannte. Das stimmt.
Er hat den Orden irgendwo hingeführt, aber was hat er vor? Die Berichte dazu waren sehr seltsam. Wir müssen der Sache nachgehen. Ich bin sicher, dass nicht alle im Orden den Lordsucher unterstützen. Oder der Herold trifft sich stattdessen einfach mit den Magiern in Redcliffe. Denkt ihr, unter den aufständischen Magiern herrscht eine größere Einigkeit? Das könnte 10-mal schlimmer sein. Ihr müsst euch entscheiden, dann würden wir quasi ihnen die Wahl überlassen. Reden wir mit den Magiern oder suchen wir die Templer? Das ist eine sehr schwere Entscheidung. Wir haben bereits Templer in unseren Truppen. Cullen selber ist auch ein ehemaliger Templer. Und wir haben gesehen, dass der Lordsucher die Templer arg manipuliert. Andererseits, die Magier haben uns ihre Hilfe öffentlich angeboten. Ich kann das nicht entscheiden, Leute. Auch wenn wir hier die autoritäre Person sind, ich finde, das sollten sie selbst entscheiden. Hört auf mit dem Gezänk und trefft endlich eine Entscheidung. Ihr habt recht. Wir sollten Redcliffe nicht ignorieren. Die Magier könnten das Risiko wert sein. Sie sind mächtig, Botschafterin, aber verzweifelter, als ihr ahnt. Eine Gefahr besteht immer, sie könnten nützlich sein. Ich denke mal, das steht außer Frage. Ihr denkt, es ist eine Falle. Denkt ihr das? Ihr denkt, die Einladung könnte eine Falle sein? Wenn einige der aufständischen Magier für den Zwischenfall beim Konklave verantwortlich waren... Dasselbe könnte man auch über die Templer sagen. Das stimmt allerdings. Ich bin im Moment nur nicht sicher, ob wir genug Einfluss haben, um gefahrlos an den Orden heranzutreten. Dann braucht die Inquisition eben an noch mehr Orden Spione. Darum könnt ihr euch kümmern. Wir besprechen in der Zwischenzeit unsere anderen Möglichkeiten. Da wäre noch etwas. Vor einigen Monaten verschwanden die grauen Wächter Ferelden's. Also benachrichtigte ich die Wächter in Orlais. Aber die sind ebenfalls verschwunden. Für gewöhnlich zöge ich niemals in Betracht, dass sie in diese Sache verstrickt sind, aber der Zeitpunkt ist seltsam. Und warum erzählt ihr mir das? Und ihr erzählt mir das, weil... Die anderen schenken meinem Verdacht keine Beachtung, aber ich kann das nicht ignorieren. Vor 2 Tagen hörten meine Spione in den Hinterlanden von einem grauen Wächter namens Blackwall. Wenn es eure Zeit erlaubt, sucht ihn bitte. Vielleicht kann er meine Bedenken zerstreuen. Und wenn nicht? Dann zieht vielleicht ein stärkerer Sturm auf, als wir dachten. Die grauen Wächter für die Breche verantwortlich? Das klingt ja doch schon arg weit hergezogen. Der Hauptmann der Sturmbullen? Krem oder was? Verzeihung, ich habe eine Nachricht für die Inquisition. Aber irgendwie will niemand mit mir sprechen. Ja, identifiziert euch. Wer seid ihr, Soldat? Cremesius Aglassi, meines Zeichens Mitglied der Sturmbullen-Söldnertruppe des Bullen. Wir arbeiten meist außerhalb von Orlais und Nevarra. Wir haben erfahren, dass sich an der Sturmküste einige Söldner aus Tirwinter zusammenrotten. Mein Kommandant, der Eiserne Bulle, bietet euch diese Informationen kostenlos an. Falls es euch interessiert, was die Sturmbullen für die Inquisition tun können, trefft uns dort und seht uns bei der Arbeit zu. Ja, erzählt mir erstmal etwas von den Truppen. Was können eure Sturmbullen der Inquisition anbieten? Wir sind loyal, wir sind zäh und wir brechen keine Verträge. Hört euch um in Val-Royo. Wir haben Referenzen. Aha. Und euer Anführer, dieser Bulle. Was muss ich über euren Kommandanten wissen? Über den Eisernen Bullen? Er ist einer dieser Kunari. Ihr wisst schon, diese großen Burschen mit den Hörnern. Er kämpft immer an vorderster Front. Er bezahlt gut. Und er ist wesentlich klüger als der letzte Bastard, für den ich gearbeitet habe. Und was das Beste ist, er hat Prinzipien. Wir arbeiten für jeden, der uns ein vernünftiges Angebot macht. Bei euch hat er sich entgegen seiner Gewohnheit zum ersten Mal für eine Seite entschieden. Und ihr seid warum hier? Warum schickt euch euer Kommandant mit dieser Nachricht zu uns? Der Eiserne Bulle will für die Inquisition arbeiten.
Er findet, ihr leistet gute Arbeit. Ja, ich denke mal, die Hilfe nehmen wir an. Ich freue mich schon, diesen eisernen Bullen kennenzulernen. Wir sind die Besten, die ihr kriegen könnt. Triff dich mit dem eisernen Bullen an der Sturmküste. Die Kunari, ja, die gehörnten Monstren. Oh Mann, aber ich würde sagen, im nächsten Video fangen wir erstmal an mit einem Kriegsrat. Und werden dann in den Hinterlanden erst einmal nach unserem guten... Ah, der eiserne Wächter. Einer von Lilianas Emissären hat von einem Mann berichtet, der sich selbst Blackwall nennt. Er trägt die hohen Zeichen eines grauen Wächters und wurde zuletzt in den Ferelischen Hinterlanden gesehen. Angesichts der Tatsache, dass nach dem Tod der Göttlichen so viele Wächter verschwunden sind, sollte dieser Blackwall verhört werden. Das gibt's dann im nächsten Video nach dem Kriegsrat, da ich noch einige kleinere Aufgaben starten möchte. All das aber erst beim nächsten Mal hier bei Dragon Age Inquisition und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen.